Brüder und Schwestern in Christus, wer ist nicht müde von euch? Ich bin es, ich bin noch dazu ein bisschen hungrig. Es ist schon eineinhalb Stunden und wir sind erst bei der Hälfte. Ja, das dauert noch eine Weile, bis wir fertig sind heute. Und das ist gut so. Erinnert euch an das größte Fest in eurer Familie. Wie lange habt ihr euch auf dieses Fest vorbereitet? Die geheiratet haben. Ich begegne Ehepaaren, die eineinhalb Jahre im Voraus schon kommen und beginnen zu planen. Also diese eine Nacht ist doch nicht so viel. Das Evangelium, das wir heute gehört haben, ist das schönste Evangelium, was man hören kann. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist die beste Botschaft, die du in deinem Leben hören wirst. Keine bessere Nachricht wird dich erreichen. Glaub mir. Ich bin davon überzeugt. Man muss sich das vorstellen. Also wenn man das Evangelium liest, darauf hat mich ein Dominikanerpater aufmerksam gemacht, dann ist es schon etwas Interessantes. Gibt es diese Morgendämmerung und es beginnt wie bei einem Film von Hitchcock, der sagt immer, es muss mit einem Erdbeben beginnen und dann wächst die Spannung, bis man es nicht mehr aushalten kann. Und so beginnt auch dieses Evangelium, also Hitchcock war nicht der Erste und nicht der Erfinder. Mit einem Erdbeben beginnt hier alles. Dieses Erdbeben kündet alles an. Sicher, es ist ein Zeichen. Höchstwahrscheinlich hat die Erde nicht gebebt, aber vielleicht, wie die Frauen sich zu Jesus begaben, zu seinem Grab, die waren davon überzeugt, er ist tot. Es ist aus. Vielleicht hatten sie da weiche Knie bekommen. Vielleicht haben sie da aus Trauer, aus Verzweiflung gebebt. Und dann kommt ein Engel vom Himmel, steigt herunter und setzt sich an diesen Grab. Das ist eine sehr lustige Szene. Wenn man sich das vorstellt, die Augen zu machen, einen Engel, so ein cooler junger Mann, vielleicht hat er eine Lederjacke angehabt, kann man sich so vorstellen, und setzt sich da an diesen Stein, den er weggewälzt hat. Vielleicht zündet er eine Zigarette oder eine Pfeife, setzt sich da und wartet. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, diesen Engel. Dem wurde aufgetragen, jetzt sollst du den Frauen das verkünden, ihnen sagen, was passiert ist und was noch geschehen wird. So ein Engel war da. Er hatte vor nichts Angst. Ja, warum sollte er? Obwohl, wenn man sich das richtig vorstellt, könnte es schon sein, dass er ein bisschen Angst bekommt. Weil wenn er sich vor dem Eingang hingesetzt hat, auf einen Stein, war hinter ihm das leere Grab. Ja, aber dieses Grab war dunkel. Da gab es kein Licht drinnen. Kannst du dir vorstellen, dich mit deinem Rücken zu einem offenen Grab zu setzen? Ich hätte da schon ein bisschen Angst. Ja, unbehaglich wäre es auf jeden Fall. Und er tut das, setzt sich dahin und wartet auf die Frauen, bis sie kommen. Und er kündet ihnen etwas an, was ihr Leben verändert hat, was dein Leben verändert wird und vielleicht schon hat. Weil was bedeutet das für dich, dass Jesus auferstanden ist? Frag dich selber, was bedeutet das für dich? Höchstwahrscheinlich bedeutet es nicht viel, weil, ja, was soll es schon mit mir zu tun haben? Aber trotzdem hat dieses Ereignis dein Leben verändert. Wäre Jesus nicht auferstanden, würden dich deine Eltern nicht taufen. Es gäbe keine Kirche. Wärest du nicht Christ, nicht Christin,
du würdest hier nicht sitzen, sondern woanders. Dieses Gebäude gäbe es nicht einmal. Stell dir das vor. Und soll mir jemand erzählen, dass Jesus vor 2000 Jahren auferstanden ist, nichts verändert hat? Ich stehe in einem Beweis, in dieser Kirche. Das reicht. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst keine schönen Berechnungen führen, wie es dazu gekommen ist, dass Jesus auferstanden ist, wie es möglich war und so weiter und so fort. Nein, das ist eine Entscheidung, die du in dieser Nacht wieder neu treffen kannst und sollst. Triff diese Entscheidung. Glaube an ihn. Wir stellen uns immer vor, an ihn zu glauben, das ist eine große Sache, das schafft kaum jemand. Also ich habe so Zweifel, ob das, was die Kirche verkündet oder wie sie das macht, das wirklich ist, was Jesus wollte, oder andere Zweifel, ob Gott wirklich so gut ist, besonders wenn dich ein Schicksalsschlag getroffen hat. Zweifel gibt es immer, aber der Glaube hat damit nichts zu tun. Wie gesagt, der Glaube ist eine Entscheidung für Jesus. Also ich lade euch dazu ein, entscheidet euch, das zu tun, was diese Frauen getan haben, die zu dem Grab gegangen sind. Sie hatten keine Ahnung, dass Jesus auferstehen wird. Jesus hat es ihnen, seinen Jüngern und allen Frauen damals gesagt, wiederholt. Die haben es nie kapiert. Und die waren überzeugt, da finden sie nur einen Leichnam, nichts mehr. Und trotzdem trafen sie diese Entscheidung, ja, ich folge dir bis in dieses Grab, in dem keine Hoffnung mehr ist. Ich folge dir dorthin. Das ist eine Liebe, die ich mir für mich wünsche, dass ich so Jesus nachfolgen kann. Obwohl ich keine Ahnung habe, wohin mich der Weg führt. Also ich vermute, keiner der Jünger hat gedacht, das wird so in Jerusalem enden. Trotzdem haben sie ja gesagt, ja Meister, wir gehen mit dir. Ja, und dann, ja, wäre es nicht so einfach. Aber um diese Entscheidung geht es, dass wir wie die Jünger Jesu werden, die sich für etwas entscheiden, von dem sie keine Ahnung haben, wohin das führt. Weil wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du dich entscheidest, daran zu glauben, dass er auferstanden ist, dass er diese Welt neu erschaffen hat in seiner Auferstehung. Wenn du ja zu ihm sagst, ja, ich will mit dir mein Leben teilen, dann wirst du nicht mehr so leben können wie bis jetzt, auch wenn du dich dafür schon entschieden hast. Weil, ich wiederhole es gerne und oft, das Christentum, das ist kein Spielplatz. Das ist nichts für kleine Kinder. Kleine Kinder haben wir auch, das ist gut so. Aber es geht nicht darum, dass wir unser Leben schön angenehm gestalten. Kann man, das ist nichts Verkehrtes. Aber das hat mit dem Christentum nichts zu tun. Das kannst du auch ohne Christus machen. Dir einen guten Job suchen. Man kann Karriere machen. Da gibt es verschiedene Schritte, die man setzen muss, und das funktioniert meistens. Nicht immer, aber meistens. Dazu braucht man Gott nicht. Wozu brauchst du ihn? Welches Grab trägst du in dir, wo er sein Licht senden muss? Das ist hier die Frage. Lade ihn dort ein, in dein Grab, in deine Dunkelheit, und bitte ihn, trage dieses Licht in mein Leben hinein. Verwandle mich, mache mich neu und begleite mich, wenn es dann schwer wird, dir nachzufolgen, weil es wird schwer sein. Die Nachfolge Christi ist nicht einfach. Klar, sie kann das ganze Leben hindurch mit Freude erfüllen. Das wünsche ich jedem von euch. Dass die Entscheidung für Christus euch Freude bringt.
jede Minute eures Lebens. Das kann sie, tut aber nicht immer. Entscheide dich für ihn. Warte nicht, bis der Morgen anbricht. Warte nicht darauf. Und wenn du dich für ihn entschieden hast, dann wirst du sehen, dass er die Armen gespeist hat, dass er die Kranken geheilt hat, dass er Dinge getan hat, die kein Mensch tun kann. Das ist dein Weg. Das ist dein Weg. Nicht über irgendwelche philosophischen Fragen zu streiten, wie Gott aussieht, ob er einen langen Bart hat oder eine Frau oder Mann ist oder sonst was. Das ist uninteressant. Das wirst du früh genug erfahren. Jeder von uns stirbt einmal. Dann können wir es erfahren. Können wir fragen, haben wir genug Zeit dann. Das ist unwichtig. Frag dich selber, wie du deine Taufe leben kannst. Das, woran wir uns heute erinnern. Unsere eigene Taufe. Was macht sie mit uns? Was hat sie mit seinen Aposteln gemacht? 12 oder 11, je nachdem, wie man es rechnet, verängstigte Männer. Also Männer sollten keine Angsthasen sein, die waren's, die Apostel. Diese verängstigte Gestalten, die sich da eingeschlossen haben, voller Angst vor den anderen und denen die Frauen dann diese Botschaft gebracht haben. Und was passiert dann mit diesen 12 Aposteln? Höchstwahrscheinlich konnten die meisten von ihnen nicht schreiben, Ausbildung war auch nicht drinnen. Vielleicht konnten sie ein bisschen die Bibel auswendig. Aber, und sie haben die Kirche gegründet. Man muss sich das vorstellen, vor 2000 Jahren, ein Paulus, der eine Weltreise unternimmt, liest es in der Bibel nach, wo er überall war, und fragt dich selber, ob du schon so viele Kilometer für Jesus gemacht hast, oder überhaupt. Die meisten von uns nicht. Ein Petrus, der in Rom gelandet ist letzten Endes, im Zentrum der damaligen Weltmacht und dort für Jesus sein Leben hingegeben hat. Und auf dem Weg dorthin hat er Kranke geheilt, Tote zum Leben erweckt. Nur die Berührung seines Gewandes brachte den Menschen die Heilung. Das kannst du auch. Ich weiß, du glaubst mir nicht, aber das kannst du auch. Vielleicht wirst du keinen Krebs dadurch heilen. Aber die Seele eines Menschen, die kannst du immer berühren. Das kannst du machen. Also wenn du dich fragst, was mir die Auferstehung gebracht hat, warum ich hier sitze, dann nur deswegen, weil dich Jesus gerufen hat. Nicht, weil unsere Liturgie hier so schön ist, so ausführlich oder so kurz im Vergleich zu anderen. Nicht aus diesen Gründen oder weil der Pfarrer dir gesagt hat, du sollst kommen. Nicht deswegen. Jesus hat dich gerufen. Er lädt dich ein, dich zu entscheiden für ihn, für seinen Weg, damit du das erleben kannst, was die Apostel erlebt haben, was die Frauen damals erlebt haben, alle, die ihm gefolgt sind, ob klein oder groß. Und wenn du nicht weißt, was du tun sollst, nimm die Bibel in die Hand, da ist alles schon geschrieben. Beginne mit den Evangelien, die sind am einfachsten zum Lesen. Dann kannst du es vertiefen. Ich lade euch ein. Lasst Jesus in euer Leben ein, damit die Freude, die so viele von uns auszeichnet in seine Nachfolge, es gibt Christen, die sich freuen, weil sie Christus nachfolgen. Ich zähle manchmal zu denen, nicht immer. Aber dass diese Freude uns allen zuteil wird, dass du aus deinem Leben etwas machst, das unglaublich ist, das deiner Berufung entspricht, dass du so wirst, wie Gott dich gewollt und gedacht hat.